Traubenernte, das, wenn sie so schön sind, schneidet man es eigentlich einfach oben ab. Schaut schnell an, ob es nicht eine saure Beere hat oder etwas. Und dann tut man es ins Kistchen. Das haben wir einen super Sommer gehabt. Das heisst, Qualität, also es hat sehr viel Öchsli. Es wird eher sein, dass es vielleicht nicht so viel Säure hat. Aber es war trocken gewesen. Dadurch hat es eigentlich keine Krankheiten rum. Auch Suzuki oder Kef, die Essiggefühle fliegen, ist eigentlich fast nicht rum, dadurch, dass es so warm war. Ich hatte das letzte Mal ein bisschen Frost gehabt. Das heisst, die einen Triebe sind dann verfroren und haben dann knapp 4.500 Kilo, aber doch noch geerntet, was eigentlich sehr gut ist im Vergleich zu anderen Winzern. Und da so schätzen wir jetzt, wir sind jetzt noch ein bisschen dran, wir haben es nicht einmal gewogen, aber zwischen 6 und 6.500 Kilo. Geht etwa gleich viele Flaschen wie Kilo. Wir kältern nicht selber, der richtige Zeitpunkt sollte schön sein, trocken, unbedingt trocken. Und wir müssen ein bisschen schauen auf den Erich Meier, der unseren Wein macht. Wenn der Platz pressfrei, Tank und auch Zeit, um so viel Menge dann anzunehmen, die wir bringen den ganzen Tag durch. Ja, die kommen jetzt in die Stande rein, dann liefern sie zum Erich Meier auf Jütig am See. Dort werden sie abbeirlt und dann kommen sie in die Presse rein und dann werden sie weiterverarbeitet bei ihm.